Was passiert? Warum ist denn die tot? Die Maus ist tot. Ist ja auch scheiße. Was ist hier passiert? Haben sie ein Haus abgerissen? Oder ist es abgebrannt? Ups. Und mal gucken. Nee, nee, ich dachte, da wäre irgendwas, aber ist schon gut. Hä? Was habe ich getan? Ich war doch anonym, was habe ich getan? Okay. Ja, was mache ich denn jetzt? Da, eine Gasse, eine Gasse. Nein! Runter! Oh fuck, die waren zu langsam für mich. Ich dachte, die folgen mir, nur die bleiben einfach stehen. So und so und Scheiße, ich dachte, ich kann mich hier verstecken. Fuck. Gehen wir einmal hier rein und hier rein und da lang und blub. Auch wenn hier mal so ein Haufen Gegner rumstehen, aber ich hoffe mal einfach, dass es trotzdem klappt. Na? Warum rennt er jetzt weg? Hat er Angst bekommen von mir? Was, warum? Ich hab doch gar nichts gemacht, oder darf ich nicht rennen? Anscheinend darf ich echt nicht laufen. Da rein. Und hier durch. Weil wir's können. Okay, also ich darf nicht vor den Leuten rennen, weil sonst hassen sie mich irgendwie, warum auch immer. Oh, ein Kätzchen. Vielleicht überschreite ich ja das Tempolimit. Vielleicht renne ich ja zu schnell. So Usain Bolt-mäßig. Ah. Ist hier eigentlich zufällig irgendwo ein Gemischtwarenladen in der Nähe? Was ist denn ein Hausierer? Eine Taverne? Das ist alles? Das ist ja auch doof. Was ist denn ein Hausierer? Oh, mal gucken. Bestimmt so eine Art Banker oder so ein Kack. Ach, der fährt da rum. Ist ja auch cool. Was kauft denn der so? Ah, das ist gut, okay. Das ist doch perfekt. Kaufen wir uns erstmal die ganzen Pfeile hier. Dann kaufen wir uns noch... Ne, Munition habe ich noch genug. Noch Wurfpfeile. Mhm. Dann kaufen wir uns noch... brauchen wir Giftpfeile? Ja, die waren eigentlich ganz cool. Rauchbomben brauche ich irgendwie weniger, aber naja, gut, warum nicht? Wir haben ja das... Ne, wir haben gar nicht das Geld, sehe ich gerade. Ne, komm, das reicht eigentlich. So, das war's auch schon wieder. Bin weg. Nee. Gar keine Lust gerade irgendwie zusammenzuschlagen. Kein Bock auf Nebenmissionen. Ach, guck mal, man kann durch das Haus rennen. Ich finde das so toll. Wusch, wusch. Stehen endlich immer die gleichen Häuser offen oder ist es unterschiedlich? Wieso kann man hier rein? Was will ich denn hier drin? Aha. Tschüss. Da will ich also nicht rein. Haha. Zackeri zack. 100 Meter, ja, easy peasy.
Sind wir ja schon fast da, wa? Aber irgendwie vertraue ich meinem Vater nicht ganz. Ist das Daddy? Das ist Daddy, oder? Wechselnde Methoden. Oder stand da wachsende Methoden? Und warum ist es nachts? Wir müssen wissen, was die Loyalisten planen, wenn wir dem ein Ende setzen wollen. Ich hab's versucht, aber den Soldaten selbst sagt man nichts mehr. Nur, dass sie auf Befehle warten sollen. Dann such weiter. Komm zu mir, wenn du was Brauchbares hast. Wir sind dem Sieg so nah. Ein paar wohlplatzierte Angriffe und das Pferd ist weg. Krieg und die Herrschaft der Krone sind zu Ende. Was schlägst du vor? Nun, momentan nichts, weil wir völlig im Dunkeln sitzen. Ich dachte, die Templer hätten überall Augen und Ohren. Oh, hatten wir. Bis sie anfingen, sie uns abzuschneiden. Dein Kontakt war von Befehlen von oben. Das sagt uns doch, was wir zu tun haben. Den Commander der Loyalisten suchen. Aber ist er nicht selber Brite? Warum sollte er dann gegen die Briten sein? Das macht auch wieder keinen Sinn irgendwie. Aber naja. Die kranken Hunde erlegen? Sorry, der war krank. Ich komme gleich nach, ich muss warten. Der Hund war krank, der Schädig sollte ihn erledigen. Komm schon, werd grün jetzt. Danke. Okay, Dad, bin da. Ich kletter gerade mal völlig falsch, sehe ich. Die Leichen stinken fürchterlich. Ups. Na komm, spring schon. Hä? Ist er hoch? Ach, er ist hoch. Wo will er denn hin? Ich habe gerade mal gar keinen Plan, wo er überhaupt hin möchte. Kann er nicht ganz normal durch die Straßen laufen, wie jeder andere Mensch auch? Anscheinend nicht. Hm, toll. Hallo. Na also. So. Sind wir da? Oh yes! Habt ihr den Vorschlag erwogen? Ich bin nicht überzeugt. Sie zu verstärken, hieße New York schutzlos zu lassen. Schon so ist es schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Und halbiert? Doch wenn wir es nicht tun, rechnen Sie mit einer Niederlage. Und was dann? Sie hätten vom Meer kommen sollen. Sie drehen sich im Kreis. Nur durchs Zuschauen erfahren wir gar nichts. Was schlägst du also vor? Reinmarschieren und Antworten verlangen? Nun, ja. Hinterhalt! Eieiei. Ja, wie süß. Hinterhalt. Connor, ein wenig Hilfe bitte. Nö. Die Kommande am Leben, Connor. Vielleicht wissen sie etwas. Wir schießen mal erstmal ein bisschen. Und was ich noch lieben gern tun würde. Ich finde das so toll. Oh, das geht gar nicht. Ich bin zu weit weg. Das ist ja doof. Vielleicht hier? Geht doch. Ey. Ey. Hallo? Na komm. Du schießt nicht auf mich. So. Die wollen mich irgendwie nicht angreifen. Und mit Donnern ist es der Dulli, den ich nicht abwehren kann. Die
So. Boah, was sind denn das für Homos? Den Bogen nehme ich mal eben kurz. So. Und den jetzt euch am Leben lassen, ja? Beziehungsweise die. Wir bringen sie in mein Quartier in Fort George. Wollen doch mal sehen, was die Herren wissen. Wirklich? Na, du solltest ihm wohl hinterher. Geh du. Ich bewache die Gefangenen. Nein, mach du es. Warum ich? Weil ich es sage. Jetzt geh. Ich bekomme den noch nie wieder. Ach Mann. Bevor er einen Wachposten erreicht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich sollte hier abbauen. Ja, geil. Jetzt sind die hinter mir her. Komm nicht näher! Oh shit. Oh shit. Haltet ihn! Boah, ja, geil. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe ihn zwar jetzt fast, aber egal. Habe ich überhaupt noch Rauchbomben? Ich will es mal hoffen. Nee. Mist. Okay, vergesst es. Hallo? An die Waffen, Männer! Schnell! War das der Richtige? Ja, es war der Richtige. Los. Fahr zur Hölle. Ich sagte los. Yeah. Warte, warte. Ich sag dir alles, was du willst. Alles. Nur zwing mich nicht dort hinein. Wir haben nur ein paar Fragen an dich. Wenn ich da rein muss, dann bin ich ein toter Mann. Da bist du, Connor. Ich befürchtete schon, du hättest dich verlaufen. Na dann, kommt mit. Toter Mann. Soll ich jetzt mit ihm noch irgendwas machen? Achso, Ziel stoßen. Ich habe sogar eine Pistole in der Hand. Vielleicht soll ich die mal nachladen. Oh, jetzt geh schon. Geh jetzt. Wieso bleibt er immer stehen? Ich kann auch abdrücken. Ne, kann ich nicht. Hä? Was ist denn das für ein Menno? Irgendwie macht das Schubsen ja Spaß. Ach du Kacke, das sieht ja freundlich aus. Wie lauten die Pläne der Briten? Sie wollen raus aus Philadelphia. Die Stadt ist erledigt. New York ist der Schlüssel. Mit verdoppelten Truppen wollen sie die Rebellen verjagen. Wann fangen sie an? In genau 2 Tagen. 18. Juni. Ich muss Washington warnen. Siehst du? Das war gar nicht so schwer, oder? Er schießt ihn aber nicht. Ich habe euch alles gesagt. Jetzt lasst mich gehen. Natürlich. Och Mann. Die anderen sagten das Gleiche. Es muss wahr sein. Du hast ihn getötet. Du hast sie alle getötet. Warum? Sie hätten den Feind gewarnt. Du hättest sie bis nach dem Kampf festhalten können. Was? Dabei Zeit und Geld verschwenden, damit sie versorgt sind? Was hätten wir davon? Sie hatten uns schon alles verraten. Du findest mich in Valley Forge. So ein Arsch. Nee, waren doch wechselnde Methoden, nicht wachsende. Wo muss ich jetzt hin? Nach Valley Forge. Wo waren das? Ach ja, okay. Das war ziemlich weit weg, ne? Jo, genau, das war glaube ich im Grenzland, genau.
Das war ja da, wo wir die erste Schlacht gekämpft haben. Geführt. Die erste Schlacht geführt. So. Noch ein Ladebalken, Ladebildschirm. Balken kann man das ja nicht nennen. Das ist ja immer ziemlich interaktiv. Wenn gleich auch ziemlich unnötig. Hätten sie sich was Cooleres einfallen lassen können. Vielleicht so Minispiele zum Beispiel. Kein Plan, trifft mit der Pistole 7 Leute oder so. Das wäre cool gewesen. Wie bei FIFA, so Minispiele während den Ladezeiten. Das wäre cool gewesen. Nur naja, gut, passt schon. Man darf sich ja auch nicht immer beschweren. Oh Mann, ernsthaft? Da muss ich hin? Oh man. Schreit ja irgendwie nach einem Pferd, wa? Hallo. Ja. 1200 Meter, ey, ich krieg ein Kind. Naja. War das ein Bär? Da komme ich bestimmt, ist doch bestimmt zu tief für das Pferd, oder? Komme ich da? Nein, natürlich. Oh Mann! Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Ich komme hier echt nicht. Fick dich doch. Scheiß Pferd. Hol ich mir hier drüben Neues. Kannst du mich mal. Mann. Ich würde ja die Kuh reiten, aber das geht nicht. Hey, wie hast du es denn hierher geschafft? Auf einmal. Naja. Okay, weiter geht's. 800 Meter ist so easy peasy. Wenn jetzt nicht noch mehr Hindernisse kommen, wie zum Beispiel noch mehr Wasser, aber da ist eine Brücke, das ist gut. Brücken sind toll. Muss ich überhaupt über die Brücke? Wartet mal. Ich bin hier. Wasser, 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 Wasser. Ich weiß im Echtsein gerade nicht, ob ich überhaupt darüber muss. Ich reite mal rüber. Warum nicht? Und dann wieder querfeld ein. Oh, ich dachte eben schon, ich komme da jetzt nicht drunter durch, ey. Ah, wäre ich mal doch nicht rüber. Boah, das ist doch bestimmt. Das gibt's doch gar nicht. Pferde sind so dumme Tiere. In dem Spiel. Ja gut, und so eigentlich auch. Na, was soll's. Häschen. Was bist denn du? Du bist aber kein Reh, oder? Du bist ein... Was bist du denn? Nein, ich wollte das... Jetzt hast du noch einen Hasen erschossen, du Dulli. Ich will doch keine scheiß Hasen erschießen. Das Ding will ich erschießen. Oh Gott. Wieso überlebt das den Schuss? Ich glaube, es wollte mich zuerst angreifen. Hat sich dann... Cool. Das wollte ich gar nicht machen. Aber egal, ist trotzdem cool. Na komm, nach innen. Kein Bock rum zu albern hier. Nur noch 100 Meter. So, langsam geht's auch ein bisschen voran hier. 370 Meter. Das ist immer noch eine ganze Menge, Alter. Naja, was soll's. Oh, ich hab Schluck auf, ey. Das gibt's gar nicht. Seite an Seite. Geht der Hoodwatcher neben dir. Wow, wow. Und der Hoodwatcher würden alles
Ach da, okay. Hoppala. Na komm hoch. Und der Hoodwatcher würde Berge versetzen für diese eine Braut. Oder war es Frau? Nee, es war Frau. Eine Frau, heiße Braut. So rum war es. Das Vieh überlebt immer einen Schuss. Das ist nervig. Ich brauche echt eine Waffe, die zwei Schüsse abfeuern kann. Die gibt es, das weiß ich. Oh, du sollst nachladen. So. Das ist, glaube ich, so eine Piratenflinte oder so ein Kack, so eine doppelläufige. Die gibt es, das weiß ich. Das weiß ich ganz genau.